Hallo und herzlich willkommen im Keller. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Nämlich habe ich ja, mal wieder ein bisschen was vorausgesetzt als bekannt, was nicht bekannt ist. Und deswegen ist es da Zeit, dass wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen. So, und zwar in meinem vermutlich letzten Video, weiß halt immer noch nicht so genau, in welcher Reihenfolge ich was hochlade, ne? Aber auf jeden Fall in einem der letzten hatte ich so einen kleinen Ausschnitt aus Schottland gezeigt, wo ich so durch ein altes Dörflein, beziehungsweise die Ruinen eines alten Dörfleins, ja, das nennt man auch Wüstung, durchstapfe und da mich unter anderem über den entsprechenden Wald aufrege. So, und einige von euch empfanden den Wald als gar nicht so schlimm und sogar als relativ schön anzuschauen. So, das ist jetzt per se im ersten Moment, bevor ich anfange zu denken, dann so ein: Was? Spinnt ihr? Aber selbstverständlich habt ihr da einen anderen Blick drauf als ich, weil ich ja da eben entsprechend mit dem forstwissenschaftlich geschulten Auge drauf gucke und da sehe ich den Wald natürlich etwas anders als der geneigte Tourist, der so einen bemoosten und beflechteten, dunklen Zauberwald mit ein bisschen mystischer Aura und so weiter und so fort dann durchaus gar nicht mal so schlecht finden dürfte, ne? So, und das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen mir Zeit nehmen und mal ein wenig erklären, auch anhand einiger Beispielbilder. Also für die, ich höre nur zu, ich gucke nicht zu, Fraktion, wäre es dann vielleicht doch ganz hilfreich, wenn ihr hin und wieder mal auch mal auf den Bildschirm guckt, weil, wie gesagt, es gibt zwischendrin ein paar Bilder. Ich versuche die dann allerdings akustisch anzukündigen, dass ihr wisst, wann ihr mal hingucken müsst. Den Rest der Zeit gibt es tatsächlich nur mich zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das entsprechend besser mache soll, deswegen müssen wir jetzt irgendwie das so tun, wie das jetzt halt eben entsprechend geht. So, also erstmal nochmal die Szene, bei der ich darauf hinweise, dass diese Wälder ja ach so grauenvoll sind. Naja, nebenher hat man leider halt eben auch die Wälder der Umgebung, wie in Schottland üblich, mit ganz, ganz, ganz Standorts nicht heimischen, also Standorts unheimischen Baumarten bepflanzt. Und ihr seht es hoffentlich schon, so viel habe ich euch ja bereits erzählt, dass ihr relativ gut wahrscheinlich erkennen könnt, dass das eine Katastrophe ist, dieser Wald, ne? Mal abgesehen von dem kleinen Zelt, was da noch drin steht. Das ist ja nicht meins. Aber gehen wir mal noch ein Stückchen in die Richtung. Also das ist natürlich wirklich forstlich, ist Schottland hinten dran bis zum geht nicht mehr. Da gibt es Bereiche in Russland, da ist man fortschrittlicher. Also das ist wirklich, es ist schwer zu ertragen. Schwer zu ertragen. Es gibt zwar inzwischen Bestrebungen, dass man das auch langsam mal begreift, dass überhaupt so etwas wie eine Durchforstung existiert. Die haben wir jetzt auch in so einem Wald gibt es schöne Bereiche, ne? Für mich ist das alles ja grauenvoll. Andere Gruppenmitglieder haben mich ja auch schon darauf hingewiesen, dass ja, also ich finde das hier total schön und so weiter. Und das sieht total schottisch aus. Die stört halt einfach so ein Waldbild nicht so sehr wie mich. Für mich ist das hier, das ist quasi eine blutende Wunde, eine schlimme, mit Eiter und so weiter und so fort. Ja. Also, wie man sieht, grauenvoll. Mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist hier so eine Mischung aus tatsächlich so ein paar Sitka-Fichten. Die meisten Fichten, die man in Schottland findet, sind nämlich gar nicht die übliche Fichte, die wir kennen, also die Tannenfichte oder Rotfichte oder wie immer man sie im Deutschen nennen will, Picea habeis, sondern die meisten, die man in Schottland findet, sind eben Sitka-Fichten. Ich zeige euch auch irgendwann mal da den Unterschied und dazu mache ich auch noch mal ein extra Video. Aber ja, guckt euch erstmal einfach diesen Wald an und stellt fest, so schön kann der auf keinen Fall sein. Ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen. Ist halt auch so. Und jetzt müssen wir mal kurz erklären, wie funktioniert so ein schottischer Fichtenwald, ne? Weil davon gibt es am meisten. Also die natürliche Waldfläche, ja, die Bereiche, in denen sich ein Wald befindet, wie er in Schottland einigermaßen hingehört und einigermaßen natürlich vorkommen würde, das macht lediglich noch 1% der Landesfläche aus. Schottland ist jetzt nicht so riesengroß und deswegen ist 1% der Landesfläche von Schottland wirklich nicht viel, ne? Und nur da gibt es eben noch vergleichsweise naturnahe, ursprüngliche schottische Wälder. Der Rest ist
weg. Man kann vielleicht in diesem Zusammenhang kurz noch erwähnen, warum ist der Rest weg? Naja, die Engländer hatten schon immer einen enorm hohen, also vor allen Dingen die Engländer, enorm hohen Holzbedarf, und das haben die Schotten auch relativ schnell mitbekommen und haben dann halt auch denen entsprechend relativ viel Holz verhökert, beziehungsweise da wird es auch immer einen gewissen Handel gegeben haben, spätestens als Schottland dann englisch wurde, beziehungsweise britisch, großbritisch, ja, wie auch immer man das dann nennen möchte, haben sie sich dann entsprechend geholt, was sie kriegen konnten, und Abholzung hat es da schon immer gegeben. Wahrscheinlich war Schottland schon zu Beginn des Mittelalters nicht mehr sonderlich bewaldet, einfach weil es auch eine Weile dauert, bis da dann eben entsprechend was nachwächst. Und erstaunlicherweise gab es auch schon zu Zeiten der, ja, spätestens in der Mittelsteinzeit relativ hohe Siedlungsdichten in diesem doch eigentlich eher unbequemen Schottland. Und es gibt ja auch, wie man vielleicht weiß, ne, der eine oder andere weiß es bestimmt, einige bemerkenswert technologisch fortgeschrittene Siedlungen aus der Jungsteinzeit. Skarabræ schon mal gehört, oder Skarabræ, wie auch immer man das genau ausspricht, da sind sich die Experten scheinbar auch uneinig. Oder den Ring of Water. Also so ein ähnliches Teil wie Stonehenge, nur nochmal mysteriöser und nochmal, ich glaube sogar nochmal älter, beziehungsweise nochmal dahingehend faszinierend, weil das Teil aus Steinen besteht, die es weit und breit nicht gibt. Sehr mysteriös, also... Es wird eine gewisse Hochkulturcharakter gehabt haben, was da damals so rumgesprungen ist. Und was da damals so rumgesprungen ist, hat mit Sicherheit auch Holz gebraucht, weshalb eigentlich Schottland schon immer ein Netto-Abholzungsgebiet gewesen ist, seit da eben entsprechend Menschen leben. Ne? Die letzte große Abholzungsperiode war während des Zweiten Weltkriegs, weil aufgrund German U-Boote, German Submarines konnten keine Holzimporte, also via Schiff, die britische Inseln erreichen. Ne? Da bist du nicht durchgekommen, und deswegen ging denen da einfach das Holz aus für alle möglichen Bauprojekte. Ne? Und das bedeutet, die mussten halt quasi abholzen, was noch auf der Insel zu finden war. Und was noch auf der Insel zu finden war, war größtenteils in Schottland, weil abgelegen genug. Deswegen war da noch was da. England war da schon zu diesem Zeitpunkt schon lange entsprechend leergefegt. Da gab es halt noch so ein paar kleine Wäldchen, die aber wirtschaftlich auch zu nichts zu gebrauchen gewesen wären, und deshalb hat man sich dann auch angeblich, zumindest das sagen die Schotten selber, ne, hat man sich dann aus diesem Grunde an den letzten Resten der schottischen Wälder bedient. So, und seitdem stehen da diese lustigen Fichten-Monokulturen rum. Jetzt habt ihr wahrscheinlich trotzdem schon mal irgendwo gehört, dass so eine Monokultur prinzipiell jetzt erstmal fragwürdig ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich würde normalerweise so weit gehen und sagen, Monokultur ist gleich Scheiße, aber es ist halt doch nicht so einfach. Also im Grunde ist sie schon Scheiße, aber oft ist es trotzdem die eine praktikable Lösung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Deutschland angucken, dass wir überhaupt noch einen entsprechend hohen Waldbestand haben, und das wissen auch viele nicht, Deutschland hat für seine Größe und für seine Einwohnerdichte nahezu paradiesisch viel Wald, also im internationalen Vergleich, ne? Jetzt würdet ihr sagen, nein, das ist viel zu wenig. Klar, man empfindet das so, aber nichtsdestotrotz ist wirklich ein Drittel der Landesfläche von Deutschland bewaldet. Also da stehen zumindest mal Bäume drauf. Fast ein Drittel. Glaubt man nicht, ist trotzdem so. Ne? Diese Zahl stimmt schon, auch wenn das wirklich schwer ist, das entsprechend wahrzunehmen. Man sieht es noch am ehesten, wenn man mit dem Flieger durch irgendwelche ländlichen Gebiete fliegt und sich da dann mal wirklich anschaut, okay, Acker, 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 oh, Wald, 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 Acker, 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 Wald, 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 kleines Dorf, Acker, 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 Wald, 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 Wald. Und da kann man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass diese Zahl eventuell doch stimmen könnte. Ne? Es gibt dazu ja noch riesige Waldgebiete, also noch große zusammenhängende Waldgebiete. Riesig ist, ne? Riesig ist in Deutschland gar nichts, dafür sind wir viel zu klein. Aber trotzdem gibt es ja auch noch, und dann wiederum Gebiete, okay, in denen gibt es dann nochmal viel weniger Wald, aber netto kommt man tatsächlich auf dieses Drittel, fast ein Drittel, 31,8% oder irgendwie sowas, oder 2, noch was sind es, glaube ich, inzwischen sogar. Da kann man sich jetzt noch ein bisschen streiten, aber es ist auf jeden Fall fast ein Drittel, jedenfalls über 30.
So, ja, und dass es das noch gibt, liegt ja auch daran, dass man eben mit Fichtenmonokulturen aufgeforstet hat, als es sehr, 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 sehr große Holznot gab und der Wald sehr knapp geworden ist. Hätte man das nicht gemacht, dann sähe es bei uns jetzt wahrscheinlich auch anders da aus. Dass diese furchtbaren Monokulturen, die aus heutiger Sicht eigentlich ne, zum Wegschmeißen sind, waren halt damals einfach die Notlösung. Aus der Not geboren, hat dann auch gut funktioniert und ist halt der Grund, weshalb überhaupt noch Waldböden als Waldböden erhalten sind und ein zusammenhängendes Waldsystem überhaupt in dieser Form, wie wir es jetzt kennen, noch existiert. Also man kann da nicht nur dran rumschimpfen. Und in Schottland ist es jetzt mehr oder weniger eine ähnliche Situation. Die haben auch kaum noch Wald. Sie haben einen Haufen Fläche, auf der potenziell Wald stehen sollte. Im Grunde haben sie begriffen, dass es generell eine gute Sache wäre, Wald zu haben. Da gibt es verschiedene Gründe für. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen, hoffe ich. Weil sonst sitzen wir morgen noch da. Und sie wollen auch aufforsten. Also das ist soweit alles gut. Das Problem ist halt, die hocken quasi in der Situation, wie wir Deutschen vor, sagen wir mal, rund 200 Jahren, dass eine derartige Not herrscht durch einen derartigen Waldmangel, dass erstmal mit irgendwas aufforsten eine gute Idee zu sein scheint. Hauptsache, da stehen mal wieder Bäume. So, und wie läuft jetzt dieses mit irgendwas aufforsten ab? Ich kann euch dazu auch noch mal ein bisschen Bildmaterial anliefern. Was sie grundsätzlich erstmal machen, ist Bodenbearbeitung, wenn sie einen neuen Wald anlegen. Und zwar gehen sie hin und graben, also wenn wir eine ebene Fläche haben, ne, dann graben sie da so diverse parallele Gräbelchen rein. Zwischen den Gräbelchen entsteht dann logischerweise ein Aufwurfhügel, wo das Material aus dem Graben hochgeworfen wird. Wir bekommen also eine Landschaft, die mehr oder weniger so aussieht. Ne? Also Pflanzreihen auf diesen Hügelchen, diesen Auswurfhügelchen, den ich jetzt einfach mal, ne? Diese ganzen langen Reihen und dazwischen eben diese besagten Gräben. Was hat das jetzt für einen Sinn? Da gibt es im Wesentlichen drei Funktionen bzw. drei Vorteile, die das bringt. Erstens, Schnee liegt unten im Graben. Heißt, der Frühling fängt für die Bäumchen, die oben auf den Kamm gepflanzt sind, deutlich früher an, weil der Schnee liegt nur noch oben. Was da auf dem Kamm liegt, taut viel früher weg. Das heißt, die Vegetationsperiode verlängert sich etwas. Das ist ein großer Vorteil. Das ist generell auch eine Überlebensstrategie der Fichte generell, also aller Fichten, also vieler Fichten zumindest. Denn die Fichte, die sie in Schottland anpflanzen, ist ja die Sitka-Fichte. Die wächst noch mal ein bisschen schneller. Die ist auf feuchteres Klima angepasst als unsere einheimische. Aber sonst unterscheiden die sich gar nicht so sehr. Die sehen sich auch relativ ähnlich und man muss schon ein bisschen wissen, wonach man guckt, wenn man die überhaupt unterscheiden möchte. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt einfach mal generell von Fichte aus. Ne? Die Unterscheidung machen wir jetzt spaßeshalber einfach mal nicht. So, und so eine Fichte, die neigt halt eben dazu, auch natürlich in natürlichen Fichtenwäldern gerne mal solche erhöhten Standorte zu besetzen, um von da dann eben entsprechend Wurzeln anzulegen und dann von da eben einen Wuchsvorteil zu haben, weil sie einfach ein bisschen höher sitzt. Es ist auch grundsätzlich so ein bisschen in der Baumwelt. Je näher man an der Sonne ist, desto besser. Und wenn die anderen weiter unten hocken und du selber hockst weiter oben, dann ist das prinzipiell gleich schon mal ein Vorteil, ne? Außerdem muss man ja sagen, Schottland hat ja Niederschläge ohne Ende, insbesondere die Western Highlands, in denen wir uns befunden haben in dem entsprechenden Video, haben Niederschläge so um die 3000 Millimeter, wenn es hochkommt. Also das ist durchaus nicht unrealistisch und das ist wahnsinnig viel. Hamburg als verregnete deutsche Stadt hat so 800, glaube ich. 700, 800. Also das nur mal so zum Vergleich. Das ist jenseits von Gut und Böse, was da an Regen runterkommt. Es regnet auch statistisch gesehen, ich glaube, 250 Tage, nee, 270 Tage im Jahr, irgendwie sowas, zumindest mal einmal. Da kommt also wirklich schon ein bisschen was zusammen im Laufe der Zeit. So, und dieser Regen, der fließt dann natürlich auch in diese Gräben und sorgt dafür, dass der Boden, in dem die Fichte steht, nicht völlig durchweicht. Eine Fichte ist nämlich keine Baumart, die mit Staunässe klarkommt, sondern die braucht schon zumindest einigermaßen trockene Füße, um vernünftig wachsen zu können. Und noch ein dritter Vorteil, den man dann noch nennen kann, es mag vielleicht noch weitere geben, aber bei den drei lasse ich es jetzt dann erstmal, ist Kaltluftabfluss. Kalte Luft fließt nach unten.
So, und unsere Fichte steht aber nicht unten, sondern steht etwas erhöht. Die kalte Luft fließt also in diese Rinnen. Diese Rinnen sind immer mit einer gewissen Neigung versehen. Es gibt in Schottland kaum wirklich ebene Flächen. Es hat alles irgendwie ein bisschen Hangneigung. Und das heißt, die kalte Luft kann dann runterfließen ins Tal oder wohin auch immer, jedenfalls weg von der Plantage, wo die Bäumchen wachsen sollen. Und die kriegen von der ganz kalten Luft vergleichsweise wenig ab, was auch da eben wieder entsprechend die Wuchsbedingungen verbessert. Denn jetzt muss ich noch mal kurz auf die Sitka-Fichte eingehen, die ist nicht besonders frosttolerant. Schottland ist zwar ein kühles Land, es ist das ganze Jahr über vergleichsweise kühl, aber es ist kein kaltes Land. Es ist das ganze Jahr über so gut wie nie richtig, richtig kalt. Deswegen sind die Wuchsbedingungen für diese blöde Sitka-Fichte tendenziell wirklich gar nicht mal schlecht. Kühle Sommer wird nicht richtig heiß, aber es wird im Winter, milde Winter, auch eben entsprechend nie so richtig, richtig knirrekalt, ne? Schnee fällt schon mal, aber der bleibt ja auch wieder in diesen Rillen liegen. So kann es also durchaus sein, und das ist auch häufiger der Fall, dass diese besagte Sitka-Fichte in ihren tollen Plantagen mehr oder weniger das ganze Jahr über eine gewisse Photosyntheseleistung erbringen kann. Die ist ja immer grün, die wirft ihre Nadeln nicht ab. Das heißt, es gibt ein kontinuierliches Wachstum, Wasserversorgung gibt es sowieso noch und nöcher. Und das führt einfach dazu, dass man mit der Sitka-Fichte Zuwächse um die 30 bis 40 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr erreicht. Das sagt euch jetzt natürlich erstmal nichts. Aber so eine super toller Buchenbestand bei uns. Ein richtig, richtig gut wachsender deutscher Buchenwald. So das Beste vom Besten. Wenn der 20 erreicht, dann ist das wirklich Nonplusultra. Das ist fast schon zu hoch. Sagen wir eher 18. Zum Vergleich. Ein richtig schön urwüchsiger Eichenwald, ein deutscher, mit so richtig dicken, stämmigen Eichen. Da bist du bei 12, 13, 14, wenn alles ganz optimal, ultimativ läuft und ein paar von diesen Eichen noch etwas jünger sind. Also 40 ist jenseits von Gut und Böse. Das erreichen wir in Deutschland nirgendwo. Selbst der momentane Spitzenreiter an Waldbäumen, wir reden jetzt mal nicht von irgendwelchen Kurzumtriebsplantagen mit Pappel oder sowas, die rein als Papierholz gedacht sind, also quasi Klopapierwälder, wenn man so will. Das sind ja auch wirklich reine Plantagen, da sagt auch kein Mensch Wald dazu. Die erreichen auch so 40, ne? Das ist ja auch möglich, potenziell zumindest. Aber im richtigen Wald, in einem Wald, wie wir uns ihn als Deutsche vorstellen, wie sich ihn die deutsche Forstwirtschaft vorstellt, da ist mit Douglasie bei 30 dann ziemlich Schluss. 40 ist unmöglich. Das gibt es in Deutschland wirklich nicht. Das heißt, die Zuwächse, die da erreichen, die sind wirklich jenseits von Gut und Böse und noch und nöcher. Das heißt, die haben da eine Holzproduktion, das ist schon bemerkenswert. So, also wirtschaftlich lohnt sich das total. Und das spielt natürlich jetzt auch eine Rolle bei der Frage der Baumart. Es gäbe schon die Alternative, dass man da natürlich naturnäheren Wald hinpflanzt, etwas, das mehr so aussieht, wie die natürliche Vegetation von Schottland eigentlich aussehen sollte. Die Möglichkeit bestände. Aber da verdient man viel, 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 viel weniger Geld mit. So. Also man pflanzt dann die jungen Fichten eben auf diese Welle in diesem lustigen Wellkartonfeld, und danach macht man nichts. Man kommt nach 40 Jahren wieder, weil, wie gesagt, das Zeug wächst schnell. Eine Umtriebszeit von 40 Jahren gibt es in Deutschland für überhaupt keine Baumart. Das könntest du allenfalls bei Pappel theoretisch so machen, wenn du sie im Wald anpflanzen würdest, was du nicht tust. Die packst du auf die Kurzumtriebsplantage und dann kommst du sogar alle 5 bis 10 Jahre. Aber das ist ja auch kein Wald, sondern eine Plantage, muss man dazu sagen. Streng genommen, beziehungsweise nach allen Regeln der Kunst sind diese schottischen Wälder auch reine Plantagen. Das kann man wirklich nicht anders bezeichnen. Aber für uns, also zumindest für den forstlich nicht unbedingt allzu vorgebildeten von uns, sieht das aus wie ein Wald. Ist aber keiner. Hat mit Wald nichts zu tun. Ist eine Plantage. Nichtsdestotrotz, unsere deutschen Plantagen, selbst unsere Fichtenmonokulturen, die sind auch scheiße, ne? Gar keine Frage, die sind absolut scheiße. Und die sehen auch weniger hübsch aus, dazu kommen wir gleich noch. Aber selbst die müssen zumindest mal so derzeitiger Stand 80 Jahre rumstehen. Es mag sein, dass du auch mal nach 70 Jahren hingehst, und es soll auch Leute geben, die schon mal nach 60 Jahren hingegangen sind und da entsprechend was rausgeholt haben. Ja, kann man sich streiten.
Früher hieß es 100 Jahre. 100 Jahre so ein normaler Durchschnittswert. Inzwischen wächst ja alles schneller. CO2-Düngung, ne, aus der Atmosphäre. Das hat Vorteile, das hat auch überwiegend Nachteile, aber tatsächlich, es ist auch ein Vorteil des Klimawandels, dass Holz, Bäume, Pflanzen generell einfach viel schneller wachsen. Deutlich, deutlich, deutlich schneller. Jedenfalls ist der wesentliche Unterschied zum deutschen System, wenn wir uns diese Plantagen angucken, erstmal die deutlich reduzierte Umtriebszeit. Die massive Bodenbearbeitung macht man in Deutschland so gut wie gar nicht. Allenfalls geht man noch hin und raut den Boden auf, dass man zum Beispiel mit so einer Kralle sozusagen über den Waldboden fährt und die Kralle reißt so ein bisschen den Boden auf, erzeugt Bodenverwundungen. Das ist für manche Baumarten interessant, sogenannte Rohbodenkeimer, die nicht aus einer bestehenden Vegetationsdecke herauskeimen können. Also sprich, wenn du die Samen dieser entsprechenden Baumarten auf eine Wiese schmeißt, wo schon Gras steht, dann wachsen die hinten und vorne nicht. Die brauchen freiliegenden, rohen Boden, ohne dass irgendwelche Vegetation schon drauf wäre, um zu wachsen. Und das ist so die eine Form der Bodenbearbeitung, vorm Ausbringen von jungen Bäumchen, die in Deutschland tendenziell manchmal gemacht wird. Halte ich auch nicht viel von, aber gibt es. So. Das wäre also der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist eben die Länge der Umtriebszeit. Halb so lang wie eine sehr kurze Umtriebszeit in Deutschland. Das kann man zum Beispiel deswegen kacke finden, weil wenn man jetzt einen Baum als sympathisches, freundliches Individuum ansehen möchte, ne, das muss man natürlich nicht tun, das kann man aber, oder zumindest ansatzweise kann man diesen Gedanken ein bisschen im Hinterkopf behalten, tue ich auch. Ja, wir brauchen Holz, wir müssen Bäume fällen, das ist gar keine Frage, aber man kann ja versuchen, das Holz noch ein bisschen mit Respekt zu behandeln, solange es noch lebt zumindest. Und Holz ist generell einfach so ein Material, da stecken halt ein bisschen Emotionen auch drin. Und ich finde es einfach, mich persönlich stört's, aus emotionalen Gründen, rein emotionale Gründe, dass die Fichten, die da in Schottland rumstehen, nicht mal im Ansatz alt werden können. Ne? Die haben ein natürliches Alter von, theoretisch würden die nicht in Schottland, weil sie da absolut nicht hingehören, aber theoretisch würden die da, wo sie hingehören, locker 300, 400 Jahre alt. Wenn man die mit 40 umsägt, dann erntet man quasi Säuglinge. Gefühlt. Man kann da sagen, okay, mit 80 ist ja auch nicht viel besser, aber da hat der Baum zumindest Zeit, sich selbst auch zu vermehren, sich selbst zu reproduzieren. Der kann Nachkommen in die Welt setzen, was bei allen anderen Spezies auf diesem Planeten mehr oder weniger den Sinn des Lebens auch schon relativ gut darstellt, außer bei Mensch. Mensch denkt zu viel drüber nach und denkt sich da sonst was aus, was der Sinn des Lebens sein könnte. Bei allen anderen ist es Reproduktion und Arterhalt. Ja, und das finde ich einfach... mag ich nicht. Ne? Die sind mit 40 out dann irgendwann geschlechtsreif. Ne? Die werden auch ein paar Samen runterschmeißen. Aber halt doch ziemlich wenig und man hat überhaupt keine Chance, und das ist auch nochmal wichtig, für mich persönlich auch so ein Faktor, der mir richtig auf den Keks geht, diese Wälder zu verjüngen, also dass da neue Bäume hochkommen, durch natürliche Verjüngung. Ne? Also die Option, dass diese Wälder sich von alleine vermehren, Nachkommen zeugen, die Bäume da, die auch dann irgendwie eine Chance haben, groß zu werden, die besteht nicht. Gibt's nicht. Keine Chance. Vergesst es. Weil, nächster großer Unterschied, es gibt keine Durchforstung. Das heißt, nicht, die Bäume werden nicht genutzt, falls das irgendjemand so interpretiert haben könnte. Das heißt lediglich, die Bäume werden ganz am Schluss alle auf einmal genutzt und es gibt niemanden, der zwischendrin schon mal entnommen wird. Durchforstungen führen erstmal dazu, dass eine deutlich größere Struktur im Wald entsteht. Das heißt, wir haben Bereiche, in denen kommt mehr Licht auf den Boden. Das ist noch ein springender Punkt, aber dazu gehen wir auch gleich noch später drauf ein. Ne? Durchforstung gibt es nicht, nehmen wir jetzt erstmal so hin. Sondern, und das ist jetzt nochmal der größte Schandfleck bei diesen Wäldern, es gibt riesige Flächenkahlhiebe. Und dazu habe ich noch ein schönes Bild, was ich euch an dieser Stelle dann mal einblenden werde, beziehungsweise ich habe vielleicht eventuell sogar mehrere Bilder, sehen wir gleich. So, und ich bin durch dieses kahlgeschlagene Tal auch schon durchgelaufen, als es da sehr wohl eben noch Wald gab. Und da war das schon, auch trotzdem forstlich absolut scheiße,
aber es hatte doch so einen gewissen mystischen Charakter, einfach dadurch, dass an den Bäumen natürlich noch jede Menge Moos gehangen hat, jede Menge Flechten von den Bäumen runtergehangen ist und so ziemlich jeder Stein, den du da irgendwo gefunden hast, in diesem Wald mit einer dichten Moosschicht überwachsen war. Das sah dann schon interessant aus. Gut, kann ich nicht sagen, das kriege ich nicht hin, das bringe ich nicht über mich. Für viele Leute war das aber auf jeden Fall ein schöner Anblick, auch so ein bisschen die generelle Romantik, die Schottland mit sich bringt, verstärkender Anblick. Und wenn man das gewöhnt ist und da mehrfach durchgelaufen ist und dann nochmal irgendwann jetzt wiederkommt, Jahre später, und dann sieht es da so aus, da blutet einem das Herz. Das ist furchtbar, das ist grauenvoll. Solche riesigen Kahlschläge haben außerdem noch den lustigen Nebeneffekt, dass es gar nicht möglich ist, sowas regulär wieder aufzuforsten. Es sei denn, man macht wieder diesen Riesenaufwand, dass man da hingeht, den Boden aufreißt, sich extra Pflanzreihen anlegt und so weiter und so fort. Wobei man zugeben muss, in diesem Stück Wald, dass wir das da gesehen haben, da hat man das damals noch nicht so gemacht. Dieser Wald war irgendwie anders gewachsen, jetzt ist er trotzdem weg. Aber aufgrund einfach der Bodensituation in Schottland, Boden ist noch ein Faktor, auf den wir gleich noch separat eingehen werden, ist es unglaublich schwierig, aus so einer Situation raus überhaupt nochmal irgendwas dahin zu pflanzen. Und wenn man dann doch da was hinpflanzt, dann kann man eigentlich nur solche Schrottbäume oder alternativ die natürliche schottische Vegetation, den natürlichen schottischen Pionierwald, der nämlich auch in der Lage wäre, einen solchen Standort wieder zu besiedeln. Und dann würde sich nach gegebener Zeit, die natürlich erheblich länger ausfällt als bei diesen blöden Monokulturen, da auch ein wunderschöner, naturnaher, noch erheblich hübscherer Wald entwickeln, als eben dieses mit einem gewissen Mystikanteil ausgestattete Tohuwabohu, was da früher gestanden ist. So viel dazu. Riesige Kahlschläge, meh. Wer sich jetzt fragt, warum ist ein Kahlschlag böse, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und werde mal versuchen, den Link entsprechend rauszusuchen und ihn euch in die Videobeschreibung zu packen. Wenn ich nicht dran denke, schreibt mir einen Kommentar, dass ich es wieder vergessen habe und doof bin. Bitte genau diesen Wortlaut. ansonsten steht das hoffentlich in der Videobeschreibung. Gucken wir uns doch jetzt mal spaßeshalber einen halbwegs schönen, ziemlich naturnahen, so ein bisschen an schottischen Urwald, so wie man sich den vorstellen kann. Es gibt keinen einzigen Urwald mehr in Schottland, nix. So wie man den sich ungefähr vorstellen könnte, wie der aussehen sollte. Gucken wir uns dazu mal ein paar Bilder an. Ich habe da jetzt keine wirklich prädestinierten Beispielaufnahmen, aber so ein bisschen was, wo man so ein bisschen erahnen kann, gibt es dann doch. So. Gut, und jetzt gibt es drei Dinge, an denen ich erläutern möchte, warum so ein natürlicher Wald schottischer Art in Schottland hingehört und so eine Sitka-Fichten-Kackplantage nicht. Ne? Aber der dritte dieser Faktoren ist halt der ökonomische und das ist der springende Punkt. Und die anderen zwei, die interessiert eigentlich niemand, solange bei dem ökonomischen Faktor ein derart großes Gefälle zwischen dieser lustigen Plantage und einem naturnahen Wald in Schottland eben entsprechend herrscht. So, aber dazu gehen wir dann da entsprechend ein. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Faktor Biodiversität. Ne? Biodiversität, die Vielfalt des Lebens, ist in der Umweltpolitik so ziemlich die größte Keule, die man rausholen kann, mit der man alles, was einem im Weg steht, niederknüppeln kann. Mit Biodiversität kannst du jedes andere Argument von irgendjemand, der Geld verdienen möchte, erschlagen und zerschmettern. So, das Problem ist nur, ganz so einfach ist es meiner Meinung nach dann doch nicht. Biodiversität, ich finde, da muss man zwei Sachen noch dazu wissen. Ne? Zunächst mal ist es schon generell so, dass eine hohe Anzahl an Arten in einem Lebensraum per se was Gutes ist. Ne? Das sollte man schon anstreben. Zwei fette Abers. Aber Nummer eins, nicht jeder Lebensraum ist prädestiniert für eine hohe Artenzahl. Geht mal irgendwo in die letzten wirklichen Wildnisgebiete dieser Welt. Im Norden. Die nördlichen Wildnisgebiete dieser Welt. Oder auch in die Antarktis. Ist auch Wildnis. Die letzten noch ziemlich natürlichen Lebensräume. Was finden wir da nicht? Eine hohe Artenzahl. Warum? Weil die Lebensbedingungen da scheiße sind.
Was war das jetzt? Interessant. Jedenfalls führen diese beschissenen Lebensbedingungen einfach erstmal dazu, dass sich da nur einige wenige Spezialisten etablieren können. Auch in der Wüste gibt, solange sie jetzt gerade nicht blüht, erstmal nur sehr wenig Arten, vergleichsweise wenig. Verglichen mit dem tropischen Regenwald gibt es überall wenig Arten. Das ist aber trotzdem ganz natürlich. Wenn man jetzt zum Beispiel hingehen würde und baut ein Gewächshaus mitten in die Tundra in Russland, dann hat man da eine hohe Biodiversität. Ist es deswegen besser, Gewächshäuser in die Tundra in Russland zu stellen? Natürlich ein Extrembeispiel. Anschaulicheres Beispiel sind die berühmten Magerrasen in Deutschland. Hat jeder bestimmt schon mal gesehen. So Wacholder, Magerrasen, ganz tolle Sache. Da wachsen Orchideen, da gibt es jede Menge tolle Schmetterlinge, da gibt es jede Menge tolle Insekten. Das ist alles super, gar keine Frage, überhaupt keine Frage. Aber würde man die nicht pflegen und zum Beispiel dort durch Schafe bewalden lassen, würde da sich auch ein ganz normaler Wald entwickeln. Und zwar in Deutschland fast überall nach und nach, früher oder später, ein Buchenwald. Der hat eine Biodiversität in den Baumarten von mehr oder weniger 1,2 pro Hektar. Ne? Also du hast hin und wieder mal noch einen anderen Baum drin stehen, aber selten, fast alles ist Buche. Gibt natürlich noch ein paar Sonderstandorte, wo da mal was anderes steht. Die sind aber ganz natürlich wohlgemerkt selten. Die sind nicht nur selten, weil wir was anderes hingestellt haben, was auch der Fall ist, was fast immer der Fall ist. Aber sie wären auch tatsächlich, wenn es uns nicht gäbe, trotzdem nicht besonders häufig. Weil sie sowieso schon natürlich selten sind, sind sie durch unser Einwirken extrem selten geworden. Das ist natürlich scheiße, das steht gar nicht zur Debatte. Aber man muss da schon ein bisschen differenzieren, wenn man mit der Biodiversitätskeule um sich hauen möchte. Eine hohe Artenzahl ist dann ein Maß für Qualität, solange der Lebensraum an sich der Lebensraum bleibt, der dahin gehört. Einen anderen Lebensraum hinzustellen, nur damit man eine höhere Biodiversität bekommt, halte ich auf jeden Fall für total falsch. Und der zweite Faktor, der bei der Biodiversitätsüberlegung noch eine gewisse Rolle spielt, ist nicht nur Anzahl der Arten, sondern auch Masse an Lebewesen. Das spielt halt auch noch mal eine gewisse Rolle. Es wird immer nur geguckt, wie viele Arten gibt es denn da? Gut, dann ist so ein Magerrasen, der einen Scheißzuwachs, eine Scheiß-Biomasse-Produktion hat, tippitoppi. Wenn man sich aber mal die Gesamtmasse des Lebens in so einem Bereich anguckt, das ist Kacke. Da ist dann wiederum ein Buchenwald mit einer vergleichsweise eher niedrigen Biodiversität zu so einem Magerrasen viel, 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 viel überlegener. Und die Natur strebt zu solchen Ökosystemen, bei denen alle verfügbaren Ressourcen so genutzt werden, dass eben ein nachhaltig, hervorragend produktives Ökosystem entstehen kann. Das macht die Natur überall, wo sie es kann. Sie nimmt immer so viel weg, wie geht. Aber anders als wir, nimmt sie nicht zu viel weg. Das ist der wesentliche Unterschied. Wir nehmen weg, was bei uns geht. Wir nehmen auch weg, völlig zu unter völliger Ignoranz, dass das noch gebraucht wird, damit das Gesamtsystem weiter funktioniert. Wir nehmen es trotzdem weg. Wenn das System zusammenbricht, macht ja nichts. Wir haben ja noch drei Erden. Ne? Das ist der wesentliche Unterschied im Vergleich zu natürlichen Ökosystemen. Die nehmen auch, was sie kriegen können, aber niemals so viel, dass sie sich selber ihren Lebensraum kaputt machen. Jedenfalls nicht so nachhaltig, dass da nichts anderes mehr leben könnte. Gibt es auch in der Natur, dass einzelne Arten ihren eigenen Lebensraum zerstören. Gibt es. Dann können sie aber nicht mehr leben. Und dann passiert Folgendes: Die sterben aus. Ist das für den Planeten schlimm? Nö. Kommt irgendwer anders nach. Wird bei uns auch passieren. Ist das für den Planeten schlimm? Nö. Kommt irgendwer anders nach. Ist jetzt aber für denjenigen, der irgendwie keinen Bock hat, auszusterben, ein bisschen fragwürdig. Deswegen, also ich habe keinen großen Bock auszusterben. Wird dazu kommen, bin ich fest von überzeugt. Aber man könnte es ja zumindest versuchen, diesen Prozess noch ein ganz kleines bisschen hinzuziehen. Ne? Nicht, dass all unsere Kinder oder die, die dann noch kommen mögen, automatisch dann zu Endzeitkriegern in jeder Lederjacke und Schrotflinte werden müssen, weil es dann nichts anderes mehr zu tun gibt. Der ein oder andere von uns hat ja vielleicht schon mal überlegt, dass das ganz witzig wäre. Ich glaube, auf die Dauer, nö. Zum Urlaub machen, vielleicht. Auf die Dauer, nö. Gut, zurück zum Thema. Die Sache mit der Biodiversität haben wir abgehakt, ne? Erklärt, warum der Biodiversität-Hammer so ein Hammer ist.
Und jetzt gucken wir uns mal die Biodiversität in so einem schottischen Fichtenwald an. Die beträgt 1. Es gibt Fichte. Ende. Da wird auch hin und wieder mal ein Vogel durchfliegen. Es wird den einen oder anderen spezialisierten Vogel geben, der da auch Nester bauen kann. Und tatsächlich kann da auch das Rotwild drin rumstapfen. Viel zu essen findet es nicht. Weil, vielleicht ist euch aufgefallen, guckt euch mal den Boden an in unserem tollen Fichtenwald. Was wächst da? Genau, nichts. Warum? Weil dadurch, dass dieses Ding nicht durchforstet wird und einfach nur in einem unglaublich dichten Wirrwarr zusammenwächst, fällt da 0, überhaupt kein Licht auf den Boden. Teilweise reicht es nicht mal für Moos. Moos ist ein springender Punkt, weshalb eben diese Wälder teilweise dann doch noch als ganz angenehm empfunden werden, weil da gibt es immer relativ viel Moos drin. Sobald auch nur ein winzig kleines bisschen Licht irgendwo auf den Boden fällt, moost dieses Stück Boden total zu. Die Stämme nebendran moosen total zu. Flechten hängen von sämtlichen Ästen in der Nähe runter. Das sieht aus wunderbar, im Grunde. Aber sowas ist eigentlich nicht gewollt. Das System sieht das nicht vor. Sowas entsteht nur durch Zufall, wenn dann halt doch mal ein einzelner Baum in diesem riesigen Dichtstand dieser Fichten ausfällt. Und dann gibt es so schöne kleine Flecken. Und dann liegen da vielleicht noch irgendwelche Steinchen am Boden rum. Die hat da auch keiner extra hingesetzt, damit es schön aussieht. Die sind halt natürlich da. Ich will darauf hinaus, der Moos- und Flechtenreichtum ist nicht das Resultat dieses super tollen Dichtstands, den man da hingesetzt hat. Natürlich erhöht der Moos- und Flechtenreichtum auch die Biodiversität in solchen Wäldern auf deutlich über 1. Da gibt es jede Menge verschiedene Moose, da gibt es jede Menge verschiedene Flechten. Aber das liegt schlicht und ergreifend am schottischen Klima und an den schottischen Gegebenheiten. Das ist völlig unabhängig davon, ob du da einen Scheißwald oder einen guten Wald hinstellst. Zum Vergleich, ein guter Wald hätte ebenfalls genau die gleichen Moose und genau die gleichen Flechten drin, denn Moose und Flechten haben eine wesentliche Eigenschaft, das ist denen im Grunde völlig egal, wo sie drauf sitzen. Die brauchen ihre Nährstoffe, die kriegen sie durchs Regenwasser, beziehungsweise durch Staub, durch den der Regen fällt und der dann vom Regen runtergewaschen wird in das Moos und in diesem Staub, in diesem Dreck, wenn man so möchte, Feinstaub zum Beispiel tatsächlich zu einem gewissen Faktor auch, befinden sich dann genügend Nährstoffe für ein Moos oder eine Flechte, um damit eben entsprechend klarzukommen. Wo die drauf sitzen, ob die auf einer Fichte sitzen, ob die auf einer Buche, auf einer Eiche sitzen oder auch auf einem Stein, das interessiert die nicht, die Bohne. Also es gibt so ganz seltene Spezialisten, die lieber auf einem Stein als auf was Lebendem sitzen, einer Rinde. Aber im Grunde für die allermeisten ist das ziemlich egal. Soll heißen, die Biodiversität in dieser Fichtenmonokultur ist einfach nur scheiße. Und weil sie trotzdem nicht ganz scheiße ist, erscheint uns das doch noch als ganz hübscher Wald. Weil wir solche moosreichen und flechtenreichen Wälder einfach nicht kennen, weil es in Deutschland nicht diese riesigen Niederschläge gibt. Moose und Flechten haben beide mehr oder weniger Schwierigkeiten, wenn es zu trocken wird. Also Flechten halten eigentlich alles aus. Aber zumindest Moose haben größere Schwierigkeiten, wenn es trocken wird, weil die können ihren Wasserspeicher nicht regulieren. Die sind nur dann photosynthesefähig, wenn sie gerade nass sind. Wenn sie einmal austrocknen, dann können sie keine Photosynthese machen. Wenn sie lange genug keine Photosynthese machen können, dann verhungern sie sozusagen. Das heißt, die müssen regelmäßig nass gemacht werden. Und das ist halt in Schottland grundsätzlich kein Problem, in Deutschland hingegen schon. Weshalb wir in Deutschland moosreiche Spezialwälder dann erlernen können, wenn wir Kleinstandorte haben, in denen es besonders feucht ist. Zum Beispiel irgendwelche Schluchten im Schwarzwald, Schluchten im Harz, Schluchten im Erzgebirge. Ist egal, sucht euch irgendwelche Schluchten in irgendwelchen Gebirgen aus. Die ganze kalte Luft fließt ja immer nach unten in den Gebirgen, ne? Und unten ist die Schlucht. Und kalte Luft hat die wundersame Eigenschaft, dass je kälter die wird, desto mehr die Luftfeuchtigkeit austritt als Nebel, als Dampf. Und das mögen dann wiederum unsere Moose und deswegen gibt es dann da entsprechend viel von, ne? Und solche Luft ist auch meistens gut und dann kommt auch wieder die Flechte relativ gut zurecht. Ein bisschen Licht muss aber eben noch sein, weshalb man in den ganz dichten, ganz schrecklichen Bereichen der schottischen Fichtenwälder dann halt eben auch noch nicht mal mehr Moose auf dem Boden findet, bis da halt ein Loch drin ist. So, jetzt gehen wir mal spaßeshalber hin und sagen, wir fangen jetzt an zu durchforsten in solchen Wäldern. Wir bringen da jetzt Struktur rein. Macht ja keiner, kostet Geld. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir das tun wollen, weil wir Struktur reinbringen wollen. So, erstmal kostet das nur Geld. Struktur bringt uns wirtschaftlich gesehen jetzt erstmal überhaupt nichts. Aber sobald wir da hingehen und hier und da mal einen Baum raussägen, im Alter von mir aus 20 Jahren,
haben wir sofort an den Stellen jeweils, wie gerade schon erwähnt, diese magischen Flächen, wo dann Licht reinfällt, wo sofort alles total zumoost und einfach wunderschön dann auch ausschaut. Also ein Wald, ein solcher Wald, den man durchforstet, das wäre sofort das Märchenwäldchen schlechthin aus Grimms Märchen. Das kann man sich gar nicht besser wünschen. Da brauchst du nur noch das Hexenhäuschen nebendran stellen und schon hast du Touristen, die da Eintritt zahlen, um mit ihren Kindern durch diesen Märchenwald zu latschen. Im Grunde macht trotzdem keiner. Außerdem Struktur. Struktur in einem ansonsten völlig gleichförmigen Wald sorgt immer dafür, dass mehr ökologische Nischen zur Verfügung stehen. Jede Art auf diesem Planeten hat ihre jeweilige persönliche ökologische Nische. Lebensräume sind dann artenreich, wenn es besonders viele ökologische Nischen gibt oder ein unglaublich langer Zeitraum, die dieser Lebensraum schon besteht, die Tropen, hat dazu geführt, dass alle, die da wohnen, sich irgendwie so ein bisschen spezialisiert haben, um sich von den anderen abzugrenzen, um ihre eigene ökologische Nische sich selbst zu bauen. Deswegen ist der Artenreichtum in den Tropen so wahnsinnig groß. Ob du einen Meter weiter oben oder einen Meter weiter unten am Baum hängst, macht da tatsächlich einen Unterschied. In Schottland nicht. In Schottland gibt es nur diesen monotonen Wald, der überall gleich ist. Aber wenn man Struktur reinbauen würde, dann hätte man relativ flott über zugegebenerweise einen längeren Zeitraum, aber man hätte dann irgendwelche zusätzlichen Moose und zusätzliche Flechten, die zum Beispiel den Halbschatten bevorzugen, die ein bisschen Licht brauchen und auf halber Höhe wachsen. Und man könnte vielleicht oben in den Baumwipfeln sogar ein paar Spezialflechten finden, die besonders viel Licht brauchen. Möglich wären dann auch in den Bereichen, wo man gerade durchforstet hat, bei denen Licht auf den Boden fällt, zum ersten Mal in diesen Wäldern auch andere Pflanzen höherer Art. Also dann könnte zum Beispiel eine Anemone auf dem Boden wachsen. Anemönchen gibt es auch in Schottland. Das geht gar nicht in so einer Fichtenkultur, weil einfach null Licht am Boden ankommt. Nie wächst da was, das ist totes Material. Da gibt es ein paar Fichtennadeln zersetzende Bakterien und Mikroorganismen drin, Ende. Von was anderem können die sich da ja nicht ernähren. Da fehlt ja sämtliche andere Nahrungsgrundlage. Also selbst das Bodenleben in so einem Wald hat eine Biodiversität von nicht vorhanden, gefühlt. Verglichen mit einem normalen, intakten Waldboden, wo viele verschiedene Laubarten eingetragen werden, wo noch viele andere Tiere drin leben und auf dem Boden scheißen und jeder Menge verschiedene Scheiße produzieren, die dann eben entsprechend von irgendwelchen Destruenten zersetzt werden kann, die einfach die Destruentenflora nochmal wahnsinnig bereichert. Der Großteil der Biodiversität mitteleuropäischer und nordeuropäischer Ökosysteme liegt immer im Boden. Nirgendwo gibt es so viele Arten wie im Boden, die sind nur alle winzig klein, man kann sie mit bloßem Auge gar nicht sehen. Da gibt es immer diesen schönen, aus der Waldpädagogik beliebten Hinweis, dass in einem Teelöffel Boden mehr Lebewesen wohnen als auf den ganzen Planeten oder irgendwie sowas. Ne? Stimmt auch, wenn man die ganzen Bakterien und so weiter und so fort mitzählt. Nicht aber in einem Boden, den du unter so einer Fichtenmonokultur findest. Da nicht. Zum Vergleich jetzt nochmal unser naturnaher schottischer Wald. Da muss man noch nicht mal großartig durchforsten, weil die natürliche Vegetation Schottlands, muss man jetzt dazu sagen, ist ein Eichenwald. Auf großen Teilen Schottlands würde sich nach und nach ein Eichenwald entwickeln. Wenn man jetzt natürlich hingeht und einfach mal die Highlands aufpflanzen möchte und da Eichen reinsetzt, das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Man braucht erst einen Pionierwald, Birke vor allen Dingen. Die Sorbusarten funktionieren auch gut, also die Vogelbeere, wer sie kennt. Noch andere sehr nah verwandte Arten, die ihr bestimmt nicht kennt, die brauche ich gar nicht erst nennen. Und das ist auch eine wichtige Baumart, die in Schottland auch viel zu selten zu finden ist, die Scotch Pine. Die heißt nicht umsonst Scotch Pine. Ist eine Unterart unserer einheimischen Kiefer. Die ist mit unserer einheimischen Kiefer also noch kreuzbar. Interessant ist, dass sie sich vom Habitus und von ihrem Erscheinungsbild her schon deutlich von unserer einheimischen Kiefer unterscheidet. Und es würde mich interessieren, wie viele Jahrtausende es noch dauern würde, wenn man jetzt die schottische Kiefernpopulation, die natürliche schottische Kiefernpopulation, von der nicht mehr viel übrig ist, nehmen wir einfach mal an, es gäbe sie noch, wie sie damals dastand, von der mitteleuropäischen isolieren würde, dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann die Scotch Pine nicht mehr mit der mitteleuropäischen Standard-Waldkiefer kreuzbar wäre und wäre dann eine eigene Art. In Anbetracht dessen, wie sehr die sich morphologisch doch unterscheiden, könnte ich mir vorstellen, dass da 2.000, 3.000 Jahre vielleicht schon ausreichen würden, was für solche evolutionären Prozesse ein unglaublich kurzer Zeitraum ist.
Für uns mag das lang sein und bis dahin gibt es uns ja auch schon nicht mehr. Bin ich, wie gesagt, immer noch völlig von überzeugt. Aber man möchte mal kurz 3000 Jahre in die Zukunft reisen, nur mal kurz nachzugucken, ist Scotch Pine inzwischen eine eigene Art oder gibt es überhaupt noch Schottland? Eine andere Frage. Gut, jedenfalls, das wäre ein natürlicher Wald, ein natürlicher schottischer, sehr lichtdurchflutet. Jede Menge Licht kommt durch Eichen, die machen nicht viel Schatten, auf dem Boden. Am Boden würde alle möglichen tollen Pflänzchen wachsen, alle möglichen tollen Blütenpflanzen. Die berühmte schottische Distel, die Nationalblume, könnte man in solchen Wäldern durchaus auch mal finden. Blauen Eisenhut könnte man da überall finden, was praktisch ist, wenn man jemanden vergiften möchte. Wirklich jede Menge wahnsinnig spannende Bodenvegetation in den natürlichen Wäldern, viel mehr als bei uns. So gesehen von der reinen Pflanzenbiodiversität her wäre so ein natürlicher Caledonian Forest, Caledonia ist der, sagen wir mal, etwas traditionellere Begriff für Schottland. Ursprünglich hieß das Land mal Alba, als es gegründet wurde. Und dann hat man später gerne einfach Caledonia dazu gesagt. Klingt ja auch toll. Ne? Scotland ist auch nicht schlecht, aber Caledonia. Ja, und die Wälder, die natürlichen schottischen Wälder, nennt man halt den Caledonian Forest. Selten, verdammt selten, natürlicher Ur-Caledonian Forest gibt es überhaupt nicht. Und ja, diese lichtdurchflutete Sache bringt einfach viel, 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 viel mehr Lebensraum für viele verschiedene unterschiedliche Arten. Allein die Baumartenzusammensetzung, da steht ja nicht nur Eiche rum, das ist ein eichendominierter Wald, aber wir hätten da auch noch Ahorn drin. Wir hätten da, wie gesagt, die Scotch Pine drin, dann steht auch zwischendrin mal noch eine Birke, eine Lärche ist inzwischen zumindest forstlich da reingepflanzt worden und würde bei dem jetzt neu aufkommenden neuen Caledonian Forest dann auch mal eine gewisse Rolle spielen, auch wenn sie da sonst natürlich niemals vorkommen würde, aber jetzt ist sie schon integriert. Selbst die olle Douglasie, die man da auch mal teilweise hingestellt hat, die ist ja von einem schottischen Botaniker nach Mitteleuropa eingeführt worden. Selbstverständlich hat er auch ein paar in Schottland hingestellt. Der Herr Douglas, deswegen Douglasie, war ein Schotte. Wie dem auch sei, die gibt es da auch. Die würde sich auch in das Portfolio der jetzt in Schottland dann vorkommenden Wälder, abgesehen von den Fichtenmonokulturen, irgendwie eingliedern. Das wäre alles unglaublich interessant und viel, 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 viel schöner und optisch auch einfach viel ansprechender als diese scheiß Monokulturen da, ne? Und wer jetzt sagt, aber ich will Moose und Flechten, die gibt es in den natürlichen Wäldern selbstverständlich auch. Alles voll davon. Du wirst dann wirklich überhaupt keinen Stein mehr finden, der nicht von oben bis unten zugemoost ist. Und so sieht es da ja auch aus in den Bereichen, die ich jetzt eben entsprechend zeigen kann. Zumindest so teilweise. Aber so könnte man sich das dann, denke ich, ganz gut vorstellen. Und ich hoffe, mit dem entsprechenden Bildmaterial kriegt ihr einen ungefähren Eindruck, was ich meine. So, also das war jetzt die Biodiversität. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf rumreiten. Ist, denke ich, deutlich geworden. Was es dann noch gibt als wesentlichen Faktor, ist der Faktor Boden. Ne? Weil, habe ich es ja schon eben angerissen, das Bodenleben unter diesen Fichtenmonokulturen, scheiße. Die Bodenentwicklung unter diesen Fichtenmonokulturen, scheiße. Die Bodenerschließung, die Durchwurzelung des Bodens, die Nutzbarmachung des Bodens. Scheiße. Denn diese Fichten sind genau wie unsere Einheimischen totale Flachwurzler. Die gehen überhaupt nicht nach unten. Die wurzeln so flach, dass sie vielleicht mal so ein paar Zipperlein noch in die Tiefe reichen haben. Wenn die Wurzeln von diesem Ding, mal abgesehen von der Dicke der Wurzel per se, die sich ja im Boden befindet, irgendwie mal weiter als 30 cm runterreichen, dann wäre das schon ein halbes Wunder. Das Fehlen von Baumarten, die in der Lage sind, tiefere Bodenschichten zu erschließen, wie zum Beispiel die Eiche. Wer glaubt, warum steht denn die da auch überall natürlicherweise in Schottland? Weil sie halt als einzige Baumart in der Lage ist, in die tieferen Bodenschichten vorzudringen. Unglaublicher Konkurrenzvorteil gegen alle anderen. Außer man wird dauernd abgesägt. Das würde dazu führen, dass sich auf diesen miesen Standorten, diesen ständig nass geregneten Staunässe ausgebildeten, immer mehr mooriger werdenden Standorten der entwaldeten Highlands, die Eiche könnte entgegenwirken gegen die ständige Vermoorung sämtlicher Flächen, die da jetzt waldfrei sind, die da unnatürlicherweise waldfrei sind.
Natürlich sieht so eine Highland-Landschaft wunderschön aus, ohne die Wälder, ne? Diese Hügel und diese Heide dazwischen und das ist alles wunderschön, ist überhaupt kein Thema. Finde ich ja selber toll, deswegen gehe ich auch nach Schottland. Aber wenn dazwischen noch so ein paar mehr natürliche kaledonische Wälder stehen würden und wenn das komplette Land aus kaledonischen Wäldern bestehen würde, würde ich da auch noch gerne hingehen. Das wäre nämlich auch schön. Das ist dann zwar nicht mehr das Schottland, wie man es möglicherweise kennt oder wie man es gerne haben möchte, wie man es romantisiert sich vorstellt. Aber, und Faktor Boden ist wirklich ein wesentlicher. Denn wenn die Bäume da erstmal weg sind oder wenn man da dauernd einen Kahlschlag macht, dann prasselt halt sämtliche 3000 mm Niederschlag auf diese Fläche einfach mal so drauf. Nichts ist da, was nennenswerte Transpiration betreibt, ne? Also Verdunstung. Wenn da Bäume draufstehen, wenn da ein intakter Wald draufsteht, dann verbraucht der Wasser. Das gilt leider auch für den blöden Kiefernwald, Quatsch, für den blöden Fichtenmonokulturwald. Aber der erschließt den Boden halt nicht in die Tiefe. Das heißt, unten drunter ist immer noch alles durchgeweicht. Das steht bloß in der Oberfläche. Und wenn du jetzt die Fichten umsägst alle paar Jahre und es dann eine Weile dauert, bis da überhaupt wieder ein nennenswerter Wald steht, weil du erstmal einen riesigen Kahlschlag verursachst, dann kann sich beim völligen Durchweichen dieses Bodens relativ schnell so ziemliche torfige, moorige Strukturen etablieren. So, und jetzt wird es sauschwierig, wenn das so weitergeht, irgendwann dann nochmal Wald drauf zu pflanzen, weil irgendwann ist Schluss für diese blöde Fichte. Die machen sich mit dem Anpflanzen dieser Fichte den Lebensraum für diese Fichte völlig kaputt. Das geht noch ein paar Jährchen, das geht vielleicht noch ein paar Baumgenerationen gut und dann ist komplett Schottland, die gesamte schottische Fläche, sämtlicher schottische Boden nur noch durchgeweicht. Das ist ein reiner Sumpf, ein reiner Matsch, ein reines nährstoffarmes Milieu ohne Ende. Dann kannst du nur noch Bäume pflanzen, wenn du gleichzeitig noch hingehst und mit Dünger da jede Menge Dünger hinkippst. Noch ein Grund, weshalb diese Bäume dann nur 40 Jahre stehen gelassen werden in diesen Monokulturen, ist halt eben der, dass man sie länger nicht stehen lassen kann, weil dann würden sie ja höher werden und in dem Moment werden sie so ziemlich alle 5 Minuten von irgendeinem Lüftchen in Schottland, und da gibt es reichlich Lüftchen, entsprechend umgepustet. Ne? Also das ist das absolute Höchstalter. Sobald die, na, ich sag mal 30 Meter erreichen, fallen die sofort um, weil die können sich im Boden ja nicht verwurzeln. Die stehen nur deswegen, weil sie einen ausreichend riesigen Wurzelteller haben und dann einfach mit der Hebelwirkung so schnell nicht umgeworfen werden können, weil der Teller entsprechend groß ist. Verankert ist da überhaupt nichts. Das ist reine Hebelphysik, die dafür sorgt, dass diese Bäume überhaupt irgendwie stehen bleiben. Wenn man sich mal anguckt, wenn mal welche umgefallen sind, das sind die größten Wurzelteller, die man je gesehen hat. Gibt es in Deutschland hinten und vorne nicht. Unsere Fichte auf den falschen Standort macht ja auch schon einen Riesenwurzelteller. Und jeder weiß, dass das ein Flachwurzler ist und relativ einfach vom Wind umzuweichen, reißen. Aber das ist kein Vergleich zu diesen schottischen Wäldern. Eine Katastrophe. Und wenn dann mal so der Wurzelteller rausgerissen wird, wird die oberste Bodenschicht, das bisschen nutzbarer, fruchtbarer Boden, was da ist, gleich mit rausgerissen und ist dann auch erstmal weg. Was darunter übrig bleibt, ist nutzlos, mehr oder weniger. Kaum jemand außer Spezialisten kann da dann eben entsprechend noch wachsen. Das ist so persönlich eigentlich auch was Gutes, weil wenn dann irgendwann gar nicht mehr möglich ist, diese scheiß Sitka-Fichten anzupflanzen, weil man alles entsprechend kaputt gemacht hat mit den Sitka-Fichten, dann muss man kapieren, dass man jetzt die super tollen, natürlicherweise dort vorkommenden, weil an solche Bedingungen angepassten Spezialisten dann auch hinpflanzen muss. Birke, Kiefer und die Sorbusarten, um mal drei zu nennen. Und die wachsen dann da wunderbar. Und die erschließen die Tiefe des Bodens. Die haben Transpiration, die trocknen den Boden ein bisschen aus, sodass da auch noch andere, zwar durchaus noch an feuchte angepasste, aber schon nicht mehr ganz so feuchte tolerante Arten aufkommen können wie eben die Eiche. So, und jetzt warten wir noch 1000 Jahre und schon haben wir einen natürlichen Caledonian Forest. Und im Gegensatz zu diesen blöden Sitka-Fichtenwäldern hat der eine Zukunft. Der kann da bis in alle Ewigkeit rumstehen. Der wird sich ein bisschen wandeln, der Anteil der Baumarten wird sich wandeln, der wird auch mal nach einem starken Sturm zusammenbrechen, mit Sicherheit. Aber danach wird wieder so ein solcher Wald natürlich aufwachsen. Wenn ein solcher Fichtenwald zusammenbricht, wächst da überhaupt nichts, es sei denn, man pflanzt was Neues hin.
Es ist allein doch schon wirklich ein ausschlaggebender Faktor, wie ich finde, dass diese Fichtenkulturen nur scheiße sein können, wenn man darüber nachdenkt, dass die gar nicht in der Lage sind, sich natürlich zu vermehren. Was für ein Ökosystem ist denn das ist kein Ökosystem, wenn es sich nicht natürlich vermehren kann, wenn es sich nicht reproduzieren kann, dann ist es kein Ökosystem, das ist einfach nur ein Acker. Ein Acker ist ja auch, ne? Da vermehrt sich gar nichts. Wenn du da nicht jedes Jahr wieder was Neues hinpflanzt, hinsäst oder was auch immer, dann wächst da halt einfach nichts mehr, dann wird da draußen eine Wiese. Eine reine, hundertprozentige Kulturlandschaft, die die Böden kaputt macht. Und die sind in Schottland sowieso schon scheiße. Nicht gut, nicht gut. Gut, aber zum Thema Boden will ich mir dann auch nicht weiter ausholen. Wir kommen zum Faktor Geld. Bei Faktor Geld schneiden kurzfristig gedacht die lustigen Plantagen erstmal ganz gut ab. Ne? Weil die kosten erstmal einen Haufen Geld, um diese blöden Pflanzerinnen anzulegen. Gut, das kostet. Dann kosten die einen Haufen Geld zum Pflanzen. Vergleichsweise aber doch noch eher wenig, weil man kann dann mit einer Pflanzmaschine über diese Reihen drüber fahren und dann flop, 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 flop machen lassen. Braucht man eigentlich keinen großen Personalaufwand. Also es gibt keine Maschine, die das wirklich so reinrammt. Das gibt's nicht. Aber es gibt Leute, die hängen dann in so einem Pflanzgestell und die dann händisch quasi wirklich diesen hier alle paar Meter machen. Sieht wirklich so aus. Ist so. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Beziehungsweise das ist böse. Gar kein Zweifel. So. Das kostet Geld. Und danach ist man fertig. Da muss man nur noch 40 Jahre warten und dann kommt man wieder und dann fährt man da mit riesigen schweren Maschinen drüber, Harvester, etc. und so weiter und so fort. Manchmal wird auch ein bisschen was noch mit der Kettensäge abgeschnitten, aber dann kommt trotzdem der große Holzaufsammler vorbei und fährt da mittendurch. Sofern es irgendwie möglich ist, da mittendurch zu fahren. Jetzt sind das ohnehin schon durchgeweichte Böden. Ne? Ihr kennt ja unser Problem in Deutschland mit den Rückegassen, die teilweise so tief eingeschnitten sind. Warum entsteht das? Weil man auf so nassen Böden rumgefahren ist. Jetzt besteht Schottland nur aus nassen Böden. Haben wir da vielleicht ein potenzielles Problem? Es ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann dadurch, dass man da alles radikal platt macht, relativ gut die Bäume mit irgendwelchen Stahlseil- oder Krankonstruktionen einfach rausheben aus dem Gelände. Man kommt deshalb teilweise an die Bäume, wenn man alles gleichzeitig platt macht, besser dran, als wenn man einzelne Bäume vorsichtig entnehmen wollte, weil da kommt man nicht so gut dran, weil die stehen halt mitten im noch verbliebenen Wald. Deswegen ist das wirklich so eine zweischneidige Sache. Der Kahlschlag ist das billigste Verfahren, um da eben entsprechend an sein Holz dann ranzukommen, indem man einfach alles platt macht oder nicht weiter drüber nachdenkt. Da brauchst du auch keinen Förster, der dir irgendwie sagt, in welcher Art und Weise du jetzt am waldschonendsten, ohne dass gleich alles zusammenbricht, einzelne Bäume rausnehmen kannst. Weil es ist ja scheißegal, wenn alles zusammenbricht, das ist ja gewollt. Mach einfach alles platt, einmal die Bombe reinwerfen sozusagen und dann aufsammeln, was übrig bleibt. Ungefähr so läuft das ab. Das hat aber wirklich eben für den Boden den Vorteil, man kommt an alles relativ bodenschonend ran. Man muss dann nicht auf einzelnen Gassen, die man mehrfach befährt, mehrfach über die gleiche Stelle Boden fahren, wodurch halt eben diese Gleise, wie wir sie in Deutschland dann teilweise halt leider haben, immer tiefer eingefahren werden, sondern man fährt überall mehr oder weniger nur einmal alle 40 Jahre mal einmal kurz drüber, auf verschiedenen Wegen. Der Druck pro Fläche ist relativ gering. Das Dumme ist nur, geringer Druck pro Fläche reicht schon, um den Boden trotzdem zu verdichten. Das mit den Rückegassen mag scheiße aussehen bei uns. Das mit den deutschen Rückegassen mag teilweise wirklich scheiße aussehen. Aber der Vorteil besteht halt darin, dass nur dieses eine Bereichchen Gasse verdichteten Boden aufweist. Der Boden zwischen den Gassen ist völlig unberührt, mehr oder weniger. Der ist absolut intakt, das ist natürlicher Boden. Kann man Bodenprofil graben, stellt man fest, ja, ist ein natürlicher Boden. Die Rückegasse selber, gut, da sieht es anders aus. Das Problem ist jetzt aber bei diesem schottischen Kahlschlagverfahren einfach, dass die Böden da derartig empfindlich sind. Man sieht nicht, wenn da einmal einer drüber gefahren ist, hinterher, dass der Boden jetzt schon verdichtet wurde. Weil die Böden da sind ein Schwamm. Da fährst du einmal drüber und dann sehen sie so aus. Aber komplett flächig. Deswegen sieht man diese Gleise nicht, weil alles platt gedrückt wird. Sieht nicht schlimm aus. Der Tourist merkt's nicht. Der forstlich nicht gebildete Einwohner von Schottland merkt's auch nicht groß. Ja, so macht man das halt. Was weiß denn ich davon? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, kann ja nicht jeder da Ahnung von haben. Kann man jetzt niemandem vorwerfen, wenn er das nicht weiß. Selbstverständlich.
Aber das Problem bleibt eben bestehen. Und dann hat man irgendwann verdichtete, durchnässte absolute Scheißböden und nach ein paar Generationen dieser Holzernte auf diesen Böden, war billig, wächst dann gar nichts mehr. Und irgendwann kann man dann überhaupt keinen Wald da mehr anpflanzen und dann ist es endgültig zu spät, in Schottland noch nennenswerte Wälder zu reaktivieren, die da ursprünglich mal gestanden sind. Dann werden die Highlands so zusumpfen, wie man sie sich romantisiert gerne vorstellen möchte. Dann wird es irgendwann ein natürlich waldfreies Gebiet und dann hat sich das Thema irgendwann erledigt. Will ich nicht haben. Man kann auch sagen, na und, kommen mehr Touristen. Ich persönlich möchte das nicht unbedingt, dass es auf diesem Wege dazu kommt, ne? Aber ja, klar, diese Kahlschlag-Mentalität, das ist einfach unglaublich billig. Man verzichtet also nicht auf die Durchforstung, weil man den Wald schonen möchte, weil man sagen möchte, wir machen jetzt hier 40 Jahre lang überhaupt nichts, wir lassen die Natur sich völlig frei entfalten, da ist nichts daran Natur. Wenn es da eine Natur gäbe, die sich fröhlich frei entfalten könnte, 40 Jahre lang, dann wäre das ja durchaus löblich. Da ist aber nicht Natur. Ist da nicht. Sieht vielleicht so aus, ne? Aber ist nicht. Das ist rein aus finanziellen Überlegungen. So. Und jetzt kann man sagen, ja, aber das sieht doch viel, aber in Deutschland ist das doch total scheiße. Da ist ja gefühlt jeden Tag irgendwo einer am Bäume fällen. Ne? Ständig sind sie da im Wald, ständig gibt es da Lärm, überall läuft die Kettensäge und so weiter und so fort. Ja, im direkten Vergleich liegt es halt einfach daran, dass der Aufwand für eine schonende Holzernte, für eine Holzernte bei Erhalten des Waldes, bei Erhalten des Bodens, beim schonenden Umgang mit dem Boden und beim Erhalten einer hohen Biodiversität eines naturnahen Waldes, ist der Aufwand 20, 30 Mal höher als bei diesem schottischen System. Deswegen ist es auch 20, 30 Mal so teuer, da entsprechend Holz zu produzieren. Die Qualitäten sind aber auch etwa 20 bis 30 Mal so gut. Denn das Holz, was dann da rauskommt aus diesen Kahlschlägen, ist Kacke. Da kannst du nichts mit anfangen, außer Klopapier. Deswegen, das sind die reinsten Klopapierwälder ungefähr. Diese Caledonian-Plantagen, wenn man es so nennen möchte. Caledonian-Plantations. Schönes Wort, das merke ich mir. Klopapier, vielleicht noch Paletten, Spanplatten, Ende. Also was in dieser Qualitätslage, ne? Also es kann auch mal Zeitungspapier und nicht nur Klopapier sein. Aber für was anderes kannst du diesen Scheiß nicht brauchen. Damit ein Haus bauen, bist du wahnsinnig. Vergiss es. Bestenfalls noch eine kleine Blockhütte, die irgendwie nur 10 Jahre halten soll. Das mag vielleicht funktionieren. Na, warum bestehen denn sämtliche Häuser, die wir da gesehen haben, diese ganzen Häuserruinen, aus Stein? Nee, das hat natürlich noch andere Gründe, weil Steine gibt es genug in Schottland, die kann man relativ schnell und einfach aufschichten, um damit ein Häuslein zu bauen und dann mit Grassoden, also Grassoden, diese Grasziegel, damit waren die wahrscheinlich größtenteils gedeckt oder Torfziegel, gibt es auch genug in Schottland. Wie dem auch sei jedenfalls, Bauholz ist das nicht. Das sind die miesesten Qualitäten überhaupt. In Deutschland gibt es von der Holzqualität her A bis D, grob. Ne? Da regional noch ein bisschen Unterschiede, aber grob kann man sagen A bis D. A ist Wertholz. Das sind wunderschöne Holzstücke, die man sich zum Beispiel aus dekorativen Gründen als Furnier an die Wand hängen kann. Oder ein wirklich teurer Echtholz-Parkettboden. Sowas in der Richtung. B ist hervorragendes Bauholz, stabilitätsmäßig super. Da kannst du dann irgendwelche Opernhäuser entsprechend draus zusammenbauen aus massiven Stämmen von B-Holzqualität. Ganz, ganz großartige Sache. C, ja, einfachere Bauvorhaben, zusammengesetzte Holzteile, sogenanntes Brettschichtholz zum Beispiel, wo man einzelne Brettchen zusammenklebt und verleimt und so weiter. Das kannst du mit C auch noch ganz gut machen, schon nicht mehr ganz so stabil. Und D ist dann eben dieses Schrottholz, das du nur noch für Klopapier mehr oder weniger verwenden kannst oder Spanplatte und so weiter und so fort. Und in Schottland gibt es ausschließlich D-Qualitäten. Die produzieren dann nichts anderes als D-Qualitäten. Wenn da mal ein einzelner Stamm mit C dabei ist, ist das schon ein halbes Wunder. Behaupte ich jetzt einfach mal. An dieser Stelle weise ich darauf hin, das war Bens persönliche Behauptung, dass da nur D produziert wird. In der Realität haben sie teilweise wirklich noch ein bisschen C. Aber für B reicht das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, wenn doch, ist es ein Zufall.
und dann wirklich auch nur höchstens so 2, 3 Stämme pro Hektar. Was du dann aber gar nicht merkst, dass du da Beet gehabt hättest, weil du ja sowieso alles platt machst und das alles in denselben Topf geworfen wird, beziehungsweise in denselben Häcksler, um halt eben zu Klopapier verarbeitet zu werden. Es gibt ja keinen Wörster, der die Unterscheidung machen könnte. Ist das jetzt ein guter Stamm? Ist das jetzt ein schlechter Stamm? Das interessiert niemand. Es kostet alles Geld. Man geht einfach drüber, nimmt alles mit, macht alles platt und so weiter und so fort. Schonende Holzernte, nachhaltige, natürliche Waldwirtschaft funktioniert so, dass man früh, mäßig und oft in den Wald geht, um da irgendwas zu tun. Hoher Pflegeaufwand. Es ist richtig, dass das auch dazu führt, dass dann häufiger mal die Waldtiere durch eine entsprechende Holzerntemaßnahme, Waldpflegemaßnahme gestört werden. Ja, aber dann ist die vorbei und dann können sie wiederkommen und was finden sie vor? Einen intakten Wald. Da haben sie 40 Jahre lang Ruhe, danach haben sie keinen Wald mehr. Und zwar so großflächig, dass jeder, der nicht extrem mobil ist und zum nächsten Wald, der zum Teil wirklich saumäßig weit weg sein kann, da irgendwie hinkommt, jeder, der das nicht kann, ist dann tot. Der paar Tierarten, die in solchen Wäldern möglicherweise Schutz suchen. Zu fressen finden sie da eh nichts drin. Die Wildkatze. Schottlands einheimisches größtes Raubtier. Caledonian Tiger. Natürlich gab es da ganz früher auch mal Wölfe. Aber derzeit Schottlands einheimisches größtes Raubtier. Caledonian Tiger. Die hatten mal eine richtig hohe Wildkatzenpopulation. Eine Wildkatze hat keine Chance und wird den Teufel tun, so eine blöde Fichtenmonokultur zu betreten. Hat keine Chance da drin, irgendwie ihre Jungen aufzuziehen. Wildkatze braucht Dickicht, Wildkatze braucht Deckung, Wildkatze braucht Gebüsch, gibt's da alles nicht. Der Boden ist kahl, sobald du dich bückst, kannst du von vorne bis hinten durch den kompletten Wald durchgucken. Würdest du jede Wildkatze erkennen, die sich dazu versucht zu verstecken. Keine Chance. Selbst Rotwild findet da drin nichts zu fressen, weil es kann höchstens an den Nadeln knabbern, Bodenvegetation gibt's nicht. Katastrophe. Egal, wir wollten zu den finanziellen Aspekten. Ne? Also solche Durchforstungen, solche ständige Waldpflege, häufig kommen, früh kommen, oft kommen, viel machen, schonend eingreifen, das kostet alles ein Schweinegeld. Man kann grob sagen, ungefähr die Hälfte vom Holzpreis, wenn du dir ein Stück Holz im Baumarkt von mir aus kaufst, Baumarkt ist immer so eine fragwürdige Quelle für Holz, aber das muss mal an einer anderen Stelle diskutiert werden. Aber, wenn du das machst, dann hast du die Hälfte vom Preis, sind quasi die Erntekosten. Ungefähr. Vom dem Preis, den der Förster bekommen hat, als er das Holz an den Baumarkt verkauft wird, hat. Wenn du das Holz an den Baumarkt kaufst, dann ist natürlich weniger, der Anteil an den Erntekosten weniger, aber der Preis ist natürlich auch viel höher. Ne? Der Baumarkt will ja auch noch was verdienen. Aber das ist in Schottland tatsächlich eben anders. Du kannst das Zeug spottbillig verhökern und so weiter. Also jetzt weiß ich nicht, ist es jetzt was Gutes, dass die ein billiges Scheißprodukt Holz produzieren, das man nur für Klopapier verwenden kann? Ich glaube nicht. Ich persönlich habe da so meine Schwierigkeiten. Ne? Wenn du schon Bäume umbringst, dann vielleicht, da ist jetzt wieder die ethisch-moralische Komponente, dann ist es für mich irgendwie gerechtfertigter, wenn man da draus ein Haus baut. Wenn man da draus eine Opernhalle baut. Wenn man da draus eine schöne Gemeindehalle baut, wenn man da was Vernünftiges mit anstellt oder ein Bücherregal, ein Schrank, eine Kommode. Ich weiß, kein Mensch bezahlt heute mehr Geld für ein Echtholz, Vollholzmöbel, ne? Aus richtigem Holz. Alles Spanplatte, Ikea und so weiter und so fort. Ne? Ja, für Ikea-Möbel reicht dann auch die Holzqualität, die in Schottland hergestellt wird. Ich habe auch Ikea-Möbel. Kommt man kaum dran vorbei. Ich habe Gott sei Dank geerbt noch ein paar Vollholzmöbel und die werde ich auch nochmal weiter vererben. Sowas hebt ewig. Ewig, 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 wenn man da keinen Unsinn mit anstellt. Deswegen, ja, ja. Aber nochmal, es ist ein Billigprodukt. Es ist Billigholz, Billigholzernte, alles absoluter Schrott. Aber lohnt sich finanziell für denjenigen, der da halt seinen Wald hinstellt, erstmal sehr. Wenn man jetzt umstellen wollte auf eine Forstwirtschaft nach deutschem Vorbild, ne, mit maximaler Nachhaltigkeit, schonende Eingriffe, hohe Biodiversitätsförderung, dadurch, dass man einen strukturierten Wald dahinstellt, verschiedene Baumarten, ist bei uns ja inzwischen auch gang und gäbe, also zumindest
soll das so gemacht werden. Es ist noch nicht überall so. Wir haben auch Monokulturen, ich weiß, muss ich niemandem erzählen. Aber der Stand der Forschung, der Stand der Zukunft ist, dass das immer weniger wird. Der Laubholzanteil steigt, der Fichtenanteil geht immer weiter zurück. Das ist so. Das kann auch ein Peter Wohlleben nicht leugnen. Das ist trotzdem so. Er leugnet es trotzdem, aber es ist so. Und es wird alles besser. Tendenziell. Es wird langsam besser, aber ne? Und in Schottland ist das halt einfach nicht abzusehen, dass es da irgendwann dazu kommt. Die haben auch eine, wir machen nachhaltige Waldwirtschaft, wir stellen den kaledonischen Wald wieder her, Bewegung, die haben sie. Und die sind auch fleißig dabei, da ordentlich aufzuforsten, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Leuten, die wissen, was sie tun. Aber großes Problem, Hauptfaktor, weshalb da so schnell kein Erfolg zu erwarten ist, besteht einfach schlicht und ergreifend darin, dass die schottische Landgesamtfläche damals wie heute ungefähr 500 reichen Personen gehört. Fast alles. Der Staatswaldanteil, der der Stadt, dem United Kingdom gehört, minimal. Ich glaube 5, irgendwas Prozent der Waldfläche. Gott sei Dank liegen da auch alle noch verbliebenen Reste von dem Caledonian Forest drin. Gott sei Dank, also der ist mehr oder weniger geschützt. Der steht auch jetzt alles unter Schutz und der soll ja auch aufgeforstet werden. Das machen sie schon alles gut, die Kollegen. Das Blöde ist, dass diese ganzen Plantagen keinem Förster gehören und niemandem, der jemals Wald gelernt hat, sondern irgendeinem Großgrundbesitzer. So, und der hat keine Ahnung. Der schafft es bestenfalls in irgendeinem eintagigen Workshop zu lernen, wie du Pflanzreihen für deine Sitka-Fichte anlegst, wie du Sitka-Flichten da reinsetzt und wie du nach 40 Jahren alles platt machst. Das kannst du schnell lernen. Für die tieferen gehenden Zusammenhänge, die notwendig sind für eine enorm aufwendige Waldpflege, für eine einzelstammweise Nutzung, für einen dauerhaften Erhalt des Waldes ohne Kahlschläge, da muss man lange, lange, lange Zeit investieren, damit man das lernt. Das kostet Geld. Das kostet enorm viel Geld. Im Grunde haben wir da das gleiche Problem, wie wir es in Deutschland auch hatten, wo es jetzt langsam, wie gesagt, besser wird, aber es besteht nach wie vor. Willst du von Plantagenwirtschaft auf nachhaltige, moderne, naturnahe Waldwirtschaft umstellen, dann brauchst du Investitionen. Dann musst du erstmal auf einen Haufen potenziell möglichen Gewinn verzichten. Der Unterschied besteht halt darin, dass du erstmal auf Gewinn verzichten musst, um dafür bis in alle Ewigkeit eine solche Waldwirtschaft auch nachhaltig betreiben zu können. Diese Fichtenmonokulturgeschichte, das geht noch, wie gesagt, 2-3 Mal gut. Solange verdienst du aber ein Schweinegeld. Was dann in 2-3 Mal, also sprich 80 bis 120 Jahren ist, kann dir als Einzelperson möglicherweise scheißegal sein. Vielleicht weißt du es auch einfach nicht, weil du keine Ahnung vom Wald hast, dass deine Kinder und spätestens deine Enkel nichts mehr mit diesem Wald verdienen werden. Man weiß es nicht so genau, ne? Diese super langfristige Denkweise, wie sie bei deutschen Förstern üblich ist, gibt es in Schottland zwar vielleicht auch beim Förster, aber schottlandweit gibt es vielleicht 5 davon. Gefühlt. Schottland hat keine Förster. Die haben ja keine staatliche Waldfläche. Auf der nichtstaatlichen Fläche können sie nicht vorschreiben, wie oder wann oder warum man irgendwie einen Wald anzulegen hätte und so weiter. Naja. Ich glaube, mir reicht's. Ich bin durch. Also mich stört das sehr. Diese Fichtenkulturen. Ah, furchtbar. Aber allein der finanzielle Aufwand, um da zum Beispiel Rückegassen für eine vernünftige Waldpflege, für Bodenbelasten nur auf einzelnen Flächen und nicht allen Boden vernichten, allein der Aufwand, sowas anzulegen, ist halt schon vergleichsweise groß. Und da braucht man halt einfach Leute, die sich auch auskennen. Du müsstest erstmal einen Förster einstellen, einen gelernten Förster. Es war noch bis vor gar nicht mal so vielen Jahren so, dass du auch gar keine Forstwirtschaft in Schottland studieren konntest. Da gab es auch keine Institution, wo sie dir hätten beibringen können, wie man denn vernünftig mit der schottischen Landschaft umgeht, wie eine nachhaltige Landnutzung in Schottland aussieht. Inzwischen gibt es sowas. Eine entsprechende Institution. Früher musstest du im Ausland studieren, wenn du lernen möchtest, wie du nachhaltig die schottische Landschaft nutzen kannst. Ist ja auch irgendwie aussagekräftig.
diejenigen, die halt das Sagen haben, sind halt jetzt nicht diejenigen, die jetzt studieren, wie das funktioniert, danach fertig sind und dann sofort das Sagen übernehmen, sondern gerade in so Ländern wie Schottland herrscht, oder Bayern, haha, herrscht halt schon eine gewisse, das haben wir immer so gemacht, das ist auch heute noch gut, Mentalität. Das liegt natürlich auch irgendwo in der Psychologie des Menschen. Man denkt ja immer, früher war alles besser. Das denkt man automatisch. Es mag durchaus sein, dass manche Dinge früher tatsächlich besser waren, aber vom Gefühl her war früher wirklich alles besser. Das muss ich niemandem erzählen. Das ist einfach psychologisch bedingt, weil ein kleiner Faktor dabei, habe inzwischen Frosch im Hals, tut mir leid, aber ich laufe jetzt noch fertig. Ein kleiner Faktor dabei ist einfach, dass das Gehirn sich negative Dinge deutlich schlechter merkt als positive Dinge. Zum Selbstschutz, damit man nicht wahnsinnig wird. Soll heißen, je länger man zurückgeht in die Vergangenheit, ist irgendwann alles super harmonisch und großartig und alles war toll, allein dadurch, dass man vergessen hat, was da alles scheiße war, weil es einem das Hirn gestrichen hat. Die positiven Erinnerungen bleiben, die schlechten nicht. Deswegen war früher automatisch alles besser. War es nicht. War es nicht. Manches. Aber ganz bestimmt nicht alles. Aber trotzdem, es kommt einem so vor und ich würde das sofort auch für mich so unterschreiben und spontan, wenn man mich irgendwo in die Fußgängerzone stellt und mich fragt, war früher alles besser? Selbstverständlich, heute ist alles scheiße, damals war die Welt noch in Ordnung, sage ich sofort. Ist aber im Grunde Quatsch. Aber jedenfalls solche seit Generationen funktionierenden Systeme abzuschaffen, ist sauschwierig. Weil etwas, das seit Generationen funktioniert, per se einfach als gut assoziiert wird. Aber es hat schon damals nicht funktioniert. Es war damals schon Raubbau an der Natur. Es hat damals schon die Situation verschlechtert statt verbessert. Aber das wusste da halt einfach noch keiner. Bin raus, macht's gut. Ich hoffe, damit ist erklärt, warum ich diese Plantagen nicht mag. Ich hab Hunger. Tschüss.